Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem Geheimprojekt. Ja, es ist, wie ihr seht... Oh, muss ich den Sound lassen? Es ist, wie ihr seht, Star Wars Knights of the Old Republic 1. Es gibt hier ein kleines Problem. Wenn ihr mir das sagen könnt, wie ich das lösen kann, wäre es sehr gut. Boah, viel zu hell. So ist gut. Es geht sich darum, dass ich die Videosequenzen, wie ihr gleich sehen werdet, nicht abspielen kann. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass es jetzt klappt. Ich werde euch... In den Videosequenzen ist nicht wirklich viel zu sehen. Wir fangen direkt ein neues Spiel an. Ich werde euch dann zumindest am Anfang vorlesen, was da zu sehen ist, also dieser berühmte Star Wars Einführungstext. Und ja, das andere ist meistens, ist eigentlich immer in Ingame-Sequenzen. Das macht das Ganze etwas praktischer. Ja, also hier können wir die Attribute festlegen. Stärke, eben wie viel Kraft man hat. Geschicklichkeit, wie oft man den Gegner trifft oder ausweichen kann. Verfassung ist Gesundheit. Intelligenz ist für die Primärfähigkeiten. Ja. Weisheit ist, glaube ich, für die Machtregeneration. Und Charisma ist einfach das Wirken. So, wir machen am Anfang. Ich mache am Anfang immer erstmal alles zwei höher. So, dann brauchen wir auf jeden Fall Verfassung erstmal was. Es gibt nämlich einen gewissen Trick, sag ich mal, wie man sich sehr viele Machtpunkte sparen kann und sehr viele auf einmal ausgeben kann. So, erstmal überreden. Heilen. Nee, überreden noch nicht. Computer erstmal, jetzt überreden. Hat jetzt viel gebracht. Und reparieren. Ja, wo war ich stehen geblieben? Verdammt, ich hab's wieder vergessen. Gott, ich bin so schlecht. Naja. Mach einen kritischen Treffer. Fällt mir nachher wieder ein. Ja, da wir uns später auf das Lichtschwert konzentrieren werden, werde ich jetzt natürlich keine Punkte ausgeben für Fernwaffen oder sowas. Ach ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Man kann nämlich die erste Welt auf Level... Oh Gott, was ist das? Level 2 oder Level 3 abschließen. Nur natürlich mit sehr viel Speicherei und sowas. Als Nah, als Nickname nehmen wir natürlich ihn hier. Jo. Und dann fangen wir jetzt mal auch direkt an. Auf geht's. So, jetzt werdet ihr sehen. Nach dem Ladebildschirm werdet ihr schwarzen Bildschirm sehen. Ich werde es euch natürlich vorlesen, was da steht. Gut, ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Also ihr hört jetzt noch die Musik und alles, das reicht ja. Star Wars. So, jetzt zieht er gerade nach hinten. Knights of the Old Republic. 4000 Jahre vor der Herrschaft des Galaktischen Imperiums steht die Republik vor dem Zusammenbruch. Darth Malak, der letzte überlebende Schüler vom dunklen Lord Revan, hat eine unbesiegbare Sith-Armada auf die ahnungslose Galaxis gehetzt. Trotz aller Gegenwehr ist der Orden der Jedi durch Malaks Eroberungsfeldzüge geschwächt, denn zahllose Ritter sind in den Schlachten gefallen oder haben sogar dem neuen Sith-Meister die Treue geschworen. In den Weiten über der Welt Taris im Outer Rim hat eine Kampfflotte der Jedi die Armeen von Darth Malak in einen aussichtslosen Kampf verwickelt, um die Herrschaft der Sith über die Galaxis noch zu verhindern. So, das ist jetzt vorbei, dann überspringen wir das jetzt. Das sind wir. Oh, schöne blaue Augen.
Ich habe aber grüne Augen. Ey. Und ich habe keine Narbe im Gesicht. So, das ist ein... Wir sind in einen Hinterhalt durch eine Schlachtflotte der Sith geraten. Die Ender Spire steht unter schwerem Beschuss. Rasch, wir haben nicht viel Zeit. Ender Spire? Wer seid ihr? Ich bin Trask Ulgo, ein Fähnrich der republikanischen Flotte. Ich teile euer Quartier mit euch auf der Ender Spire. Da wir entgegengesetzte Schichten haben, haben wir uns wohl noch nie gesehen. Jetzt beeilt euch, wir müssen Bastila finden. Wir müssen dafür sorgen, dass sie lebend vom Schiff kommt. Bastila ist die ranghöchste Offizierin hier auf der Ender Spire. Nun ja, eigentlich ist sie gar keine Offizierin, aber sie hat während dieses Auftrags den Befehl über das Schiff. Eine unserer obersten Pflichten ist es, ihr Überleben zu sichern, sollte es zu einem feindlichen Angriff kommen. Ihr habt einen Eid geschworen, sie zu schützen, so wie der Rest der Mannschaft. Jetzt ist es an der Zeit, diesen Eid zu erfüllen. Wisst ihr, was die Leute über euch erzählen? Dass ihr die entferntesten Winkel der Galaxis erforscht und Planeten besucht habt, die ich nicht einmal kenne. Rekruten mit euren Fähigkeiten sind dieser Tage schwer zu finden. Kein Wunder, dass euch die Republik für diese Mission ausgewählt hat. Aber nun müsst ihr zeigen, was ihr könnt. Ich weiß ja, dass ihr zu den Kundschaftern gehört und nicht zu den Soldaten. Doch bei diesem Angriff benötigt Bastila uns alle an ihrer Seite. Also bei... Okay. Was ich am Anfang immer erst mache, ich gehe hier einmal oben alles durch, damit wir hier diese Meldungen da durchkriegen. Ich gehe das jetzt mal nach und nach durch, um euch das mal zu zeigen. Die Karte. Unten die normalen Optionen. Also hier können wir nachher, wenn ich gleich die Kiste aufmache, boah, das machen wir eben, dann können wir das direkt in Anwendung sehen. So. Ja. So, hier haben wir jetzt erstmal unsere, ja, Kleidung. Und dann können wir jetzt hier direkt das Kurzschwert auswählen. Hier können wir Kopfimplantate anwählen. Verfassung plus 1, also mehr Energie. Handschuhe. Nee, Armbänder sind das. Gürtel. Andere Hand. Also wenn man zwei Schwerter hat, kann man in beiden Händen jeweils ein Schwert halten. Oder zwei Pistolen. Handschuhe. Armbänder. Gürtel. Und Kopf. Das sind die Implantate. Okay. Dann haben wir hier das ganze gesamte Inventar, was wir haben. Diese Geschicklichkeits-Enhancer oder irgendwie sowas. Die geben eben einen kurzen Boost der Sachen, die wir dann haben. Also beispielsweise Kampf. Hier steht zum Beispiel jetzt bei Geschicklichkeit plus 4, Geschwindigkeit Bewegung plus 20%, dauert 2 Minuten. Und dann steht hier eben eine kurze Erläuterung. Sind besonders effektiv, wenn wir große Kämpfe haben. Hier haben wir jetzt ein allgemeines Porträt mit dem Namen. Hier haben wir die Orientierung. Momentan sind wir ein Neutraler. Hier steht Klasse und Level und Gesundheit, Verteidigung und so weiter und so fort. Hier haben wir allgemeine Fähigkeiten. Ich glaube, die am besten die wir alle haben. Hier ist der Dialog. Hier sind die Aufträge drin. Die kann man aus Aufträgen... Aufträge und erledigte Aufträge kann man sortieren. Ja, und dann können wir jetzt auch direkt loslegen. Bei dem Spiel hier, Knights of the Old Republic, handelt es sich um ein Rollenspiel. Was kann man noch sagen? Gut, gehen wir. Wir sollten zusammenbleiben. Genau. Jetzt haben wir die Gruppe hier. Okay. Wegen des Angriffs. Okay. Also, wenn man auf M drückt, ruft man die Karte auf und man kann hier das Gruppenauswahlsystem aufrufen, theoretisch. Und dann kann man hier entscheiden, wer Gruppenerster wird. Das geht auch einfach durch die Tab-Taste. Jetzt steuern wir ihn hier. Ja? Und er wird uns jetzt sagen, hier, die Tür ist gesperrt. Und er kann sie jetzt aufmachen. Da die Tür jetzt offen ist, solltet ihr wieder... Gut. Und es gibt eben für jede Tätigkeit 100 Erfahrungspunkte, EP. Man kann bis Level 20 aufsteigen. Und wenn man jetzt auf Tyrus natürlich nach und nach die ganzen Level schon verpulvert, hat man natürlich weniger Chancen hinterher, die... Hier spricht Karth Onasi. Die Sith sind drauf und dran, uns zu überrennen. Wir können ihrer Feuerkraft nicht mehr länger widerstehen. Alles zur Brücke! Das war Karth, der mit uns über die tragbaren Kommunikatoren Kontakt aufgenommen hat. Er ist einer der besten Piloten der Republik. Er hat schon mehr Stunden in Kampfeinsätzen verbracht als die restliche Mannschaft der Ender Spire zusammen. Wenn er sagt, dass die Dinge schlecht stehen, solltet ihr das besser glauben. Wir müssen sofort zur Brücke und Bastila helfen. In eurem elektronischen Tagebuch... Ja, das Tagebuch habe ich euch gerade gezeigt. Das ist das hier. Und hier sind, wenn immer die Ziele moduliert oder so weiter. Oder hast du nicht gesehen? So.
Ich guck mal eben kurz, ob das mit den Aufnahmen alles so gut ist oder ob ich noch was an der Soundeinstellung ändern muss. So, bis gleich.